hör mal du, weißt du, was hier geht? Wer da heimlich tut und wer dahinter steht, sich im Finstern bewegt. Hör mal du, verliebe gleich die Wahrheit, denn wir finden sie raus und du kommst nicht weit. Wir sind wieder unterwegs, schneller als die Polizei. Wir lösen jeden Fall, was es auch sei. Was ist los? Wir liegen auf der Lauer. Was passiert? Wir scheuen kein Abenteuer. Wir lösen jeden Fall komplett. Wir sind B-A-R-Z. Hallo. Hallo. Schön weit fahren, bitte. 2 Euro. Danke. Auch schön weit fahren, bitte. 5 Euro. Ja, dann mal viel Glück. Danke. 2 Karten. Danke. Hey, ich bin Ron. Okay. Ich wollte dich eigentlich mal auf den Popcorn einladen. Süß, aber leider zu spät. Na, noch am Bagger? Oder schon abgeblitzt? Zisch ab, Lallback. Ey, egal was du vorhast, vergiss es. Jungs. Mann, Tiger, laber mich nicht von hinten an. Okay, okay. Eine große bitte. Die filmt, da werd ich. Die schnapp ich mir. Jetzt echt leid. Entschuldigung. Lieb von dir. Wieso machst du sowas? Raubkopieren? Hä? Na, im Kino sitzen und den Film mitfilmen. Das heißt das so. Du bist ein Schlauberger, oder? Aber bist du auch eine Petze? Nee, natürlich nicht. Aber erwischt werden ist auch nicht so cool. Du kannst es natürlich besser. Und würdest auch nicht erwischt werden, gell? Jedenfalls ist meine Kamera besser. Und du schaffst den ganzen Film. Klar, wo ist das Problem? Das musst du beweisen, okay? Morgen um... 3. Genau hier. Geht klar. Oh nee, schon wieder der Dummschwätzer. Also, bis morgen. Oh, hey Ron. Hallo. Hi Anja. Hi. Anja, Bart, ich krieg bald einen Krampf im Arm. Anja, mehr Licht. Ja. Da unten? Oh. Wo ist eigentlich Ron? In der Nachhilfe, wie immer. Aber ich habe ihn doch vorhin. Ja, und jetzt bitte noch ein Stückchen nach hinten, Frau Fink. Ja. Anja, Bahat, wird das denn heute noch was? Oh, Batteriewechsel. Und bitte noch ein Stückchen nach hinten, Frau Fink. Gut. Ah! Tante Fanny? Oh. Hilfe! Hast du ihr wehgetan? Sagen wir mal, kein Bock mehr. Ich glaube, jetzt muss ein Profi-Fotograf ran. Na toll, absetzen.
Jetzt habe ich den Action Club immer noch nicht. Wie soll ich das meinen Kunden erklären? Es tut mir leid. Ja, mir erst. Wenn die Kamera jetzt weg wäre, was dann? Weißt du überhaupt, was sie kostet? Ja, Papa. Und wir wollten deinen Namen nicht wissen? Nein. Und der Typ, der dir die Kamera zurückgebracht hat, weiß der, wie du heißt? Nein, keiner weiß es. Das muss auch so bleiben. Wenn wir auffliegen, ist alles zu spät. Und du besorgst mir den Film so schnell wie möglich, ja? Klappen. Wenn ich keine Sitzriesen vor mir habe. Hi. Hi. Wow, das nenne ich mal echt genial. Können wir jetzt reingehen? Nee, ich komme nicht mit. Warum? Die haben mich jetzt auf dem Kieker da drin. Und du? Traust du dich nicht allein? Doch. Wenn du mir sagst, wie du heißt. Mit dem Popcorn bekommst du Ärger. Die lassen dich damit nicht an der Kasse vorbei. Du musst hinten reinkommen. Mhm. Komm doch mit rein. Du hast Angst, stimmt's? Ach, Quatsch. Gib mir deine Handynummer. Erst, wenn du mir deinen Namen sagst. Danach. Als Belohnung. Mhm. Worauf wartest du? Freie Platzauswahl. Ich warte vorm Kino. Guck, der Typ, wie er da sitzt. Den habe ich doch gestern schon gesehen. Ich weiß genau, was er macht. Filmen. Jetzt mal schnell und leise mit, ja? Los. Was ist denn? Was ist denn? Was ist das da? Ja. Herr Protzenhardt, ich habe doch nur zum Eigenbedarf mitgefilmt. Eigenbedarf, so. Ja. Das klären wir bei mir auf dem Revier. Herr Protzenhardt, die Kamera. Gleich die Polizei rufen. Super cool. Ihr Typen wisst echt nicht, was ihr tut, oder? Und ich verliere meinen Job. Weil ich einmal mitfilm, verlieren Sie Ihren Job. Ach, Typen wie du, ihr seid eine Seuche geworden. Alle Filme landen im Internet. Und kein Mensch geht mehr ins Kino. Erklär mir, warum du das gemacht hast, Ron. Oh, Mensch, Mama. Ich wollte doch nur die Action-Szenen filmen. Wieso kaufst du nicht die DVD? Die ist noch nicht draußen. Der Film ist gerade erst angelaufen. Also der Vorführer sagt, du bist nicht der Erste, den sie in diesem Film erwischt haben. Gehörst du womöglich zu einer Raubkopiererbande? Blödsinn! Ich kaufe mir die Filme, die ich haben will. Bis auf diesen jetzt, oder? Du nimmst es nicht ernst, gell? Nichts leichter für mich, als mit einem Hausdurchsuchungsbeschluss wiederzukommen. Dann ist dein Computer dran. Und jede kopierte CD, von der du nicht das Original hast. Möchtest du das wirklich? Wir haben verstanden, Herr Botzenhardt. Das Kino hat Strafanzeige gestellt. Da müssen wir ermitteln, Frau Steiger. Und du überlegst dir, was du mir erzählst, ja? Okay. So, Frau
Fotografien und jetzt ganz freundlich lächeln. Sehr schön und halten. Jawohl, jawohl, sehr schön halten. Christina. Hey, Starfotograf in unserem Haus. Sehr schön. Ja, so. Na, das wird ja eine interessante neue Hotelbroschüre. Wie diesen Blut drauf, Schwesterlein. Hab ich dein neuer Lover versetzt? Na, Sascha ist zum Glück nicht mein Lover, sonst könnte er was erleben. Ja. Und Frau Fien, den Kopf etwas höher? Ja, sehr schön, sehr schön. Was ist denn mit Sascha? DVD-Marathon mit seinen Kumpels. For Boys Only. Wenn ich sowas schon höre. DVD-Marathon? Die leihen sich ein Dutzend DVDs aus, am besten noch Raubkopien, holen sich einen Kasten Bier und dann wird gesoffen und geglotzt, bis der Arzt kommt. Männer! Und du willst gar nichts frühstücken? Ich gehe heute nicht in die Schule. Ich bin krank. Muss er wiederkommen und das ganze Haus durchsuchen. Oh, Backe. Und euch hat er gar nichts erzählt? Nö. Ihr telefoniert doch sonst wegen jeder Kleinigkeit. Nun ja, ich werde euch noch eine Entschuldigung für Ron mitgeben. Habt ihr noch einen Moment? Ja, klar. Logisch. Gestern ist also erwischt worden. Vorgestern habe ich ihn im Kino gesehen. Obwohl er eigentlich Nachhilfe hatte. Ja, wie jeden Nachmittag. Also hat er beide Male geschwänzt. In der Schule, da war er doch auch so komisch. Stimmt. Ich hätte dich ja gern angerufen. Warum gibst du mir deine Nummer nicht? Mein Vater sagt, ich soll sie nicht jedem geben. Ich bin nicht jeder. Ich hab dich gerettet. Aber gestern hast du es verzappelt. Ja. Und die Kamera ist auch weg. Ich konnte dir gestern nicht helfen. War's arg schlimm? Ach, schon okay. Ich brauch den Film. Lass uns in ein anderes Kino gehen, ja? Ja, Mann, jetzt doch erst recht. Wir müssen es denen zeigen. Die zocken Kinder ab oder etwa nicht. Gerade uns, wo wir eh kein Geld haben. Das bist du mir schuldig, oder? Ich hab was für dich. Spiele, Programme und Musik hat sich angesammelt. Wir kriegen wahrscheinlich eine Hausdurchsuchung und das Zeug ist nicht ganz legal. Erst wenn du mir sagst, wie du heißt. Lilly. Internationale Filme werden vor dem Kinostart aus dem Internet gezogen. Der deutsche Ton wird dann hier im Kino aufgenommen. Oder die Filme werden einfach direkt abgefilmt. Da stecken Banden dahinter. Die denken, wir raffen das nicht. Und warum von Kindern? Weil die Polizei sie laufen lassen muss. Meistens wissen die Kids selbst nicht, wer dahinter steckt und absahnt. Die kriegen ein paar Euro, finden sich cool und fertig. Der Typ mit der Popcorn-Kamera, ist das ein Freund von euch? Wieso? Könnt ihr ihm sagen, er hat Hausverbot. Wir wollen den hier nicht mehr sehen. Ron macht das nicht für Geld. Ron ist auch nicht in so einer Bande. Aber er wurde erwischt. Für wen würde er so einen Blödsinn machen? Für Tiger? Na, der war schließlich auch im Kino. Infos kosten. Ron hat sich im Kino mit jemand getroffen. Und? Wie heißt der? Nix eher. Los. Okay, Lilly Hauser heißt die Tusse. Adresse? Hey, die hat doch Rons Rucksack. Ist es Lilly? Bestimmt. Keine Angst, die will nichts von dem. Hallo, Frau Hauser. Ist die Lilly da? Nein, noch nicht. Worum geht's denn? Wir wollten Sie was wegen Mathe fragen. Entschuldigung, wir rufen später nochmal an, ja? Gut, mach das. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
habe sie doch gerade ins Haus reingehen sehen. Lagebesprechung im Turm. Warum schenkt dir der Typ so viel Zeug? Weil er ein cooler Typ ist. Jedenfalls hat er Ahnung. Und er weiß jetzt, wie du heißt und wo du wohnst. Nur den Vornamen. Papa, bitte. Er schlammt sich an uns ran. Fertig mit dir. Das ist okay. Und er könnte uns helfen. Lilly, ein Mitwisser ist gefährlich. Ja? Bring ihn doch mal her. Ich will mal wissen, was der eine von dir will. Ja. Dass Ron einfach so abhaut, das habe ich noch nie erlebt. Wir brauchen jetzt ratzfatz einen Plan. Mhm. Aber was ist, wenn Ron wirklich in so einer Bande ist, wo sie Raubkopien machen? Nein! Begründen? Die Typen müssen ihr Zeug irgendwo verkaufen. Aber wer kauft sowas? Sascha zum Beispiel. Christinas neuer Lover. Der organisiert immer so DVD-Marathons. Das ist doch mal eine Spur. Zettel? Hey, was ist los? Ich warte fromm. Ich denke nicht, dass der ausgerechnet jetzt hierher kommt. Horst? Was soll eigentlich diese Geheimnistuerei im Keller? Läuft da was krumms? Und Lilly, was macht das Kind dauernd dabei? Ja, nix, Mutter. Und der Keller ist meine Sache, das haben wir jetzt schon 100.000 Mal diskutiert. Deine Sache. Aber nicht, solange du bei mir am Tisch sitzt und mein Geld für so Zeug verschleuderst. Ich verschleuder kein Geld. Ich sammle Film und Musik, das ist ja wohl nicht verboten. Wenn du schon keine Arbeit hast, kümmere dich wenigstens drum, dass deine Tochter ordentlich die Schule macht und nicht dauernd mit dir rumhängt. Schmutter, halt doch einfach mal deine verdammte Fresse. Sag mal, ist was mit Oma? Was? Nein, ist alles in Ordnung. Aber wir brauchen endlich wieder eine eigene Wohnung. Deswegen darfst du mal mein Geschäft nicht kaputt machen, Liebes, ja? Mhm. Okay. Sag mal, hast du diesen Ron schon angerufen? Ron? Nee, noch nicht. Aber ich mach's gleich, ja? Gut. Christina sagt, du bist ein echt guter Kumpel, auf den man sich verlassen kann. Was sagt die, damit ich ihren Roller repariere? Oh, Sascha, bitte! Leute, ich kann nicht einfach die Jungs verpfeifen. Nachher verquatscht sich noch einer von euch. Sascha, die Jungs, die du da nicht verpfeifen willst, die legen gerade Ron rein. Unseren Freund. Wahrscheinlich ist es eine Bande, die groß abzocken will. Durch Raubkopien. Die benutzen Kinder. Kinder, ja? Also, ich kenne da einen, den Horst. Den rufe ich manchmal an und bestelle einen Film, der noch nicht im Verleih ist. Obwohl, den Action Club hat der mir immer noch nicht besorgt. Horst, wie kommt man an den ran? Ich habe nur seine Handynummer. Okay, gib die mir bitte. Na also, ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Wo sind die anderen? Die machen sich Sorgen um dich. Ich glaube, ich fange gerade an, Riesenmist zu bauen. Ja. Es gibt da jemanden. Ach, du hast doch davon keine Ahnung. Weißt du, Lilly ist so cool. Und plötzlich soll ich zu ihr nach Hause. Du gehst ja jedenfalls nicht alleine hin. Nee, Horst, ich kaufe nichts, ich verkaufe. Ja, eine astreine Kopie vom Action Club. Ja, und wohin? Hauser. Okay, gut, in den Keller. Okay, bis dann. Hauser? Der gehört zu Lillys Familie. Alles klar mit der Nummer? Und wie? Danke. Du hattest recht, Ron ist in so einer Bande. Wir holen ihn da jetzt raus.
Sie haben aber auch ein Auge. Das wird ja ein cooler neuer Hotelprospekt, Tante Fanny. Finden Sie? Benno ist sehr bekannt für seine aussagekräftige Architekturfotografie. Richtig? Und wo ist die? Und wer bezahlt das? Christina, Benno arbeitet sich erstmal an das Motiv heran. Mhm. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Zettel? Was machst du denn hier? Ron ist doch zum Turm gekommen. Und jetzt ist er in Lillys Haus. Er hat aber gesagt, ich darf nicht mit rein. Scheint so, als ob wir alle auf einmal erwischen. Schnell, wir müssen da rein. Wir haben uns doch bloß im Kino getroffen. Ja. Schicken dich die Bullen? Hm? Soll sich einschleimen. Für wen arbeitest du? Papa! Herr Botznat. Ich bin's, Anja. Horst? Was ist? Wir haben telefoniert. Ich hab den Action Club dabei. Ja, jetzt nicht! Ich kann's doch jemand anderem verkaufen. Moment! Du hältst die Klappe, ist das klar? Wir sind doch unter uns, oder? Aber klar. Nun mach dich mal nicht nass. Was für Film? Erst das Geld, dann die Ware. So, willst du mich verarschen? Zeig mal das Tape. Du bist doch auch so ein verdammter Spitzel, oder? Papa, lass ihn! Lass dieses Wortbart los! Vorsicht, Ron! Man kennt sich. Nein! Was ist das hier für ein Spiel? Wollt ihr mich verarschen? Ha? Ihr wollt mich reinlegen? Nicht mit mir! Nicht mit mir! Papa, du tust ihm weh! Lilly, du gehst raus! Polizei! Hauptwache! Weg von den Kindern! Los, bald! So. Ich tät jetzt gerne mal ausführlich wissen, was hier unter eigentlich los ist. Jetzt regen Sie sich mal nicht auf, Frau Hauser. Wir gucken doch mal, dass wir wenigstens Ihre Enkelin aus der Sache raushalten können. Ich hoffe, dir passiert jetzt nichts. Ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Danke. Summer, ist es jetzt deine Freundin? Na, wenigstens gehörst du wieder zu uns. Das ist doch viel schöner als so ein blöder DVD-Marathon. Hoffentlich knutschen die nicht die ganze Zeit. Schade, dass Zettel das nicht sehen kann. Mhm. Tja, der Film ist halt leider erst ab 12. Kann ich bitte mal die Kamera haben? Es ist nur ein Fotoapparat. Ja, und ich bin nur Bruce Willis. Her damit. Und jetzt viel Spaß mit dem Film, liebe Fanny. Was ist mit deinem Hausverbot? Nix Hausverbot. Freikarten. Wir sind B.A.
Schön weit fahren, bitte. 5 Euro. Danke. Auch schön weit fahren, bitte. 5 Euro. Dann haben wir viel Glück. Danke. 2 Karten. Danke. Hey, ich bin Ron. Okay. Ich wollte dich eigentlich mal auf den Popcorn einladen. Süß. Aber leider zu spät. Na, noch am Bagger? Oder schon abgeblitzt? Zisch ab, Lallbach. Ey, egal was du vorhast, vergiss es. Jungs. Mann, Tiger, laber mich nicht von hinten an. Okay, okay. Eine große bitte. Die filmt, da werd ich. Die schnapp ich mir. Jetzt echt leid. Entschuldigung. Lieb von dir. Wieso machst du sowas? Raubkopieren? Hä? Na, im Kino sitzen und den Film mitfilmen. Das heißt das so. Du bist ein Schlauberger, oder? Aber bist du auch eine Petze? Nee, natürlich nicht. Aber erwischt werden ist auch nicht so cool. Du kannst es natürlich besser. Und würdest auch nicht erwischt werden, gell? Jedenfalls ist meine Kamera besser. Und du schaffst den ganzen Film. Klar, wo ist das Problem? Das musst du beweisen, okay? Morgen um... 3. Genau hier. Geht klar. Oh nee, schon wieder der Dummschwätzer. Also, bis morgen. Oh, hey Ron. Hallo. Hi Anja. Hi. Anja, wart, ich krieg bald einen Krampf im Arm. Anja, mehr Licht. Ja. Da unten? Oh. Wo ist eigentlich Ron? In der Nachhilfe, wie immer. Aber ich habe ihn doch vorhin. Ja, und jetzt bitte noch ein Stückchen nach hinten, Frau Fink. Ja. Anja, Bahat, wird das denn heute noch was? Oh, Batteriewechsel. Und bitte noch ein Stückchen nach hinten, Frau Fink. Gut. Ah! Tante Fanny? Oh. Hilfe! Hast du ihr wehgetan? Sagen wir mal, kein Bock mehr. Ich glaube, jetzt muss ein Profi-Fotograf ran. Na toll, absetzen. Jetzt habe ich den Action-Club immer noch nicht. Wie soll ich das meinen Kunden erklären? Es tut mir leid. Ja, mir erst. Wenn die Kamera jetzt weg wäre, was dann? Weißt du überhaupt, was sie kostet? Ja, Papa. Wir wollten deinen Namen nicht wissen? Nein. Und der Typ, der dir die Kamera zurückgebracht hat, weiß der, wie du heißt? Nein, keiner weiß es. Das muss auch so bleiben. Wenn wir auffliegen, ist alles zu spät. Und du besorgst mir den Film so schnell wie möglich, ja?
Könnte klappen. Wenn ich keine Sitzriesen vor mir habe. Hi. Hi. Wow, das nenne ich mal echt genial. Können wir jetzt reingehen? Nee, ich komme nicht mit. Warum? Die haben mich jetzt auf dem Kieker da drin. Und du? Traust du dich nicht allein? Doch. Wenn du mir sagst, wie du heißt. Mit dem Popcorn bekommst du Ärger. Die lassen dich damit nicht an der Kasse vorbei. Du musst hinten reinkommen. Mhm. Komm doch mit rein. Du hast Angst, stimmt's? Ach, Quatsch. Gib mir deine Handynummer. Erst wenn du mir deinen Namen sagst. Danach. Als Belohnung. Hm. Lieb von dir. Wieso machst du sowas? Raubkopieren? Hä? Na, im Kino sitzen und den Film mitfilmen. Das heißt das so. Du bist ein Schlauberger, oder? Aber bist du auch eine Petze? Nee, natürlich nicht. Aber erwischt werden ist auch nicht so cool. Du kannst es natürlich besser. Und würdest auch nicht erwischt werden, gell? Hm. Jedenfalls ist meine Kamera besser. Und du schaffst den ganzen Film. Klar, wo ist das Problem? Das musst du beweisen, okay? Morgen um... 3. Genau hier. Geht klar. Oh nee, schon wieder der Dummschwätzer. Also, bis morgen. Oh, hey Ron. Hallo. Hi Anja. Hi. Anja, Bart, ich krieg bald einen Krampf im Arm. Anja, mehr Licht. Ja. Da unten? Oh. Wo ist eigentlich Ron? In der Nachhilfe, wie immer. Aber ich habe ihn doch vorhin. Ja, und jetzt bitte noch ein Stückchen nach hinten, Frau Fink. Ja. Anja, Bahat, wird das denn heute noch was? Oh, Batteriewechsel. Und bitte noch ein Stückchen nach hinten, Frau Fink. Gut. Ah! Tante Fanny? Oh. Hilfe! Hast du ihr wehgetan? Sagen wir mal, oh, kein Bock mehr. Ich glaube, jetzt muss ein Profi-Fotograf ran. Na toll, absetzen. Jetzt habe ich den Action-Club immer noch nicht. Wie soll ich das meinen Kunden erklären? Es tut mir leid. Ja, mir erst. Wenn die Kamera jetzt weg wäre, was dann? Weißt du überhaupt, was sie kostet? Ja, Papa. Wir wollten deinen Namen nicht wissen? Nein. Und der Typ, der dir die Kamera zurückgebracht hat, weiß der, wie du heißt? Nein, keiner weiß es. Das muss auch so bleiben. Wenn wir auffliegen, ist alles zu spät. Und du besorgst mir den Film so schnell wie möglich, ja? Klappen. Wenn ich keine Sitzriesen vor mir habe. Hi. Hi. Wow, das nenne ich mal echt genial. Können wir jetzt reingehen? Nee, ich komme nicht mit. Warum? Die haben mich jetzt auf dem Kieker da drin. Und du? Traust du dich nicht allein? Doch. Wenn du mir sagst, wie du heißt. Mit dem Popcorn bekommst du Ärger. Die lassen dich damit nicht an der Kasse vorbei. Du musst hinten reinkommen. Mhm.
Komm doch mit rein. Du hast Angst, stimmt's? Ach, Quatsch. Gib mir deine Handynummer. Erst, wenn du mir deinen Namen sagst. Danach. Als Belohnung. Hm. Worauf wartest du? Freie Platzauswahl. Ich warte vorm Kino. Guck, der Typ, wie er da sitzt. Den habe ich doch gestern schon gesehen. Ich weiß genau, was er macht. Filmen. Schnell und leise mit, ja? Los. Was ist denn? Was ist denn? Was ist das da? Ja. Oh, Herr Botzenhardt, ich habe doch nur zum Eigenbedarf mitgefilmt. Eigenbedarf, so. Ja. Das klären wir bei mir auf dem Revier. Herr Botzenhardt, die Kamera. Gleich die Polizei rufen. Super cool. Ihr Typen wisst echt nicht, was ihr tut, oder? Und ich verliere meinen Job. Weil ich einmal mitfilm, verlieren Sie Ihren Job. Ach, Typen wie du, ihr seid eine Seuche geworden. Alle Filme landen im Internet. Und kein Mensch geht mehr ins Kino. Erklär mir, warum du das gemacht hast, Ron. Oh, Mensch, Mama. Ich wollte doch nur die Action-Szenen filmen. Wieso kaufst du nicht die DVD? Die ist noch nicht draußen. Der Film ist gerade erst angelaufen. Also der Vorführer. Psst, hör mal du. Weißt du, was hier geht? Wer da heimlich tut und wer dahinter steht, sich im Finstern bewegt. Psst, hör mal du. Sag lieber gleich die Wahrheit, denn wir finden sie raus. Und du kommst nicht weit. Wir sind wieder unterwegs, schneller als die Polizei. Wir wissen jeden Fall, was es auch sei. Was ist los? Wir liegen auf der Lauer. Was passiert? Wir scheuen kein Abenteuer. Wir lösen jeden Fall komplett. Wir sind B-A-R-Z. Hallo. Hallo. Schön weit vorn, bitte. Ein Euro. Danke. Auch schön weit vorn, bitte. 5 Euro. Dann haben wir viel Glück. Danke. 2 Karten. Danke. Hey, ich bin Ron. Okay. Ich wollte dich eigentlich mal auf den Popcorn einladen. Süß. Aber leider zu spät. Na, noch am Bagger? Oder schon abgeblitzt? Das ist Ablaltback. Ey, egal was du vorhast, vergiss es. Jungs. Mann, Tiger, laber mich nicht von hinten an. Okay, okay. Eine große bitte. Die filmt, da werd ich. Schnapp ich mir. Psst. Komm raus. Hallo. Sergei. Raus. Ich bin. Oh, ich warte draußen auf dich.
Sorry, das tut Kein mir Problem. Jetzt echt leid. Entschuldigung. Sorry. Sagt, du bist nicht der Erste, den sie in diesem Film erwischt haben. Gehörst du womöglich zu einer Raubkopiererbande? Blödsinn! Ich kaufe mir die Filme, die ich haben will. Bis auf diesen jetzt, oder? Du nimmst es nicht ernst, gell? Nichts leichter für mich, als mit einem Hausdurchsuchungsbeschluss wiederzukommen. Dann ist dein Computer dran und jede kopierte CD, von der du nicht das Original hast. Möchtest du das wirklich? Wir haben verstanden, Herr Botzenhardt. Das Kino hat Strafanzeige gestellt. Da müssen wir ermitteln, Frau Steiger. Und du überlegst dir, was du mir erzählst, ja? Okay. So, Frau Fiene, jetzt ganz freundlich lächeln. Sehr schön und halten. Jawohl, jawohl, sehr schön, halten. Christina. Hey, Starfotograf in unserem Haus. Sehr schön. So, das wird ja eine interessante neue Hotelbroschüre. Wie diesen Blutrausch, Schwesterlein. Hab ich deinen neuen Lover versetzt? Na, Sascha ist zum Glück nicht mein Lover, sonst könnte er was erleben. Ja, und Frau Fien, den Kopf etwas höher? Ja, sehr schön, sehr schön. Was ist denn mit Sascha? DVD-Marathon mit seinen Kumpels, for boys only. Wenn ich sowas schon höre. DVD-Marathon? Die leihen sich ein Dutzend DVDs aus, am besten noch Raubkopien, holen sich einen Kasten Bier und dann wird gesoffen und geglotzt, bis der Arzt kommt. Männer! Und du willst gar nichts frühstücken? Ich gehe heute nicht in die Schule. Ich bin krank. Herr Butzenhardt sagt, wenn Ron weiter so bockig bleibt, muss er wiederkommen und das ganze Haus durchsuchen. Oh, Backe. Und euch hat er gar nichts erzählt? Nö. Ihr telefoniert doch sonst wegen jeder Kleinigkeit. Nun ja. Ich werde euch noch eine Entschuldigung für Ron mitgeben. Habt ihr noch einen Moment? Ja, klar. Logisch. Gestern ist also erwischt worden. Vorgestern habe ich ihn im Kino gesehen, obwohl er eigentlich Nachhilfe hatte. Ja, wie jeden Nachmittag. Also hat er beide Male geschwänzt. In der Schule, da war er doch auch so komisch. Stimmt. Ich hätte dich ja gern angerufen. Warum gibst du mir deine Nummer nicht? Mein Vater sagt, ich soll sie nicht jedem geben. Ich bin nicht jeder. Ich hab dich gerettet. Aber gestern hast du es verzappelt. Und die Kamera ist auch weg. Ich konnte dir gestern nicht helfen. War es arg schlimm? Schon okay. Ich brauch den Film. Lass uns in ein anderes Kino gehen, ja? Ja, Mann, jetzt doch erst recht. Wir müssen es denen zeigen. Die zocken Kinder ab oder etwa nicht. Gerade uns, wo wir eh kein Geld haben. Das bist du mir schuldig, oder? Ich hab was für dich. Spiele, Programm und Musik. Hat sich angesammelt. Wir kriegen wahrscheinlich eine Hausdurchsuchung und das Zeug ist nicht ganz legal. Erst wenn du mir sagst, wie du heißt. Lilly. Internationale Filme werden vor dem Kinostart aus dem Internet gezogen. Der deutsche Ton wird dann hier im Kino aufgenommen. Oder die Filme werden einfach direkt abgefilmt. Da stecken Banden dahinter. Die denken, wir raffen das nicht. Und warum von Kindern? Weil die Polizei sie laufen lassen muss. Meistens wissen die Kids selbst nicht, wer dahinter steckt und absahnt. Die kriegen ein paar Euro, finden sich cool und fertig. Der Typ mit der Popcorn-Kamera, ist das ein Freund von euch? Wieso? Könnt ihm sagen, er hat Hausverbot. Wir wollen den hier nicht mehr sehen. Man macht das nicht für Geld. Ron ist auch nicht in so einer Bande. Aber er wurde erwischt. Für wen würde er so einen Blödsinn machen? Für Tiger?
Na, der war schließlich auch im Kino. Infos kosten. Da. Wann hat sich im Kino mit jemand getroffen? Mhm. Und? Wie heißt der? Nix eher. Los. Okay, Lilly Hauser heißt die Tusse. Adresse? Hey, die hat doch uns Rucksack. Ist es Lilly? Stimmt. Keine Angst, die will nichts von dem. Hallo Frau Hauser, ist die Lilly da? Nein, noch nicht. Worum geht's denn? Wir wollten Sie was wegen Mathe fragen. Entschuldigung, wir rufen später nochmal an, ja? Gut, mach das. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich hab Sie doch gerade ins Haus reingehen sehen. Lagebesprechung im Turm. Warum schenkt dir der Typ so viel Zeug? Weil er ein cooler Typ ist.